bin ich schon, Schwesterherz. Schon ist gut. Es wird Zeit, dass wir nach Carterville kommen. Ich habe eine Menge zu erledigen. Ja. Du riechst ja wie ein Blumenladen. Man könnte glauben, du wärst vom Gouverneur zum Essen eingeladen. Nein, nein. Weißt du, im Saloon treten 4 bildhübsche Cancan-Tänzerinnen auf, die dem ganzen Ort den Kopf verdrehen. Los, Fab! Manuel, ich habe noch einen Auftrag für dich. Geh zur Bank und tausch diesen Beutel Gold gegen Dollars ein. Aber lass dich nicht übers Ohr hauen. Halt deine Augen gut offen und schau den Burschen auf die Finger. Vor allem, wenn sie an der Waage rumhantieren. Okay, Papa, ich passe schon auf. Wiedersehen, Papa. Macht's gut, Kinder. Keep your hand on your gun. Don't you trust anyone. There's just one kind of man that you can trust. That's a dead man or a gringo like me. Be the first one to fire. Every man, he's a liar. There's just one kind of man who tells the truth. That's a dead man or a gringo like me. Don't be a fool for a smile or a kiss, and your bullet might miss. Keep your eye on your goal. There's just one rule that can save you your life. It's a hand on your knife and the devil in your soul. Keep your hand on your gun. Don't you trust anyone. There's just one kind of man that you can trust. That's a dead man or a gringo like me. Keep your hand on your gun. Don't you trust anyone. There's just one kind of man that you can trust. That's a dead man or a gringo like me. Besser als ich, davon bin ich überzeugt. Manuel, wollen wir nicht ein bisschen zusammen ausreiten? Mein Vater leiht uns seine besten Pferde, wenn ich ihn darum bitte. Nein, Rosa, für heute habe ich die Nase voll von Pferden. Bitte, Manuel, wir haben uns seit über einer Woche nicht gesehen. Ich muss unbedingt mit dir sprechen. Wir sehen uns nachher, Rosa. Ich habe jetzt keine Zeit. Manuel! Mr. Bunt, wie geht's? Tag, Elisa. Ich habe leider keine Bohnen mehr. Auch das Mehl ist alle, aber ich erwarte heute Nachmittag Neues. Ich komme morgen sowieso noch mal her. Wie ich Manuel kenne, werden Sie ihn einlochen und ich muss ihn wieder rausholen. Umso besser, dann habe ich auch die Bohnen und das Mehl da. Und was sonst noch fehlt. Miss Elisa, darf ich Ihnen helfen? Lassen Sie nur. Das ist keine Arbeit für einen Sheriff. Auch nicht für ein junges Mädchen wie Sie. Ich finde, Ihr Bruder Manuel sollte sich wirklich schämen. Ich bin arbeiten gewöhnt. Ja, das glaube ich. Sie haben bestimmt von morgens bis abends zu tun, um die Ranch und die beiden Männer zu versorgen. Wie geht's übrigens Ihrem Vater, Elisa? Ich habe ihn schon seit ein paar Wochen nicht mehr hier gesehen. Vielen Dank, dem geht's gut. Ich habe gehört, er wäre in seiner Mine auf eine Goldader gestoßen. Wenn das wahr ist, seid ihr ja bald reiche Leute. Schön wär's, aber ich habe noch nichts davon gemerkt. Guten Tag, Mr. Miller. Hallo, Elisa. Guten Tag, Sheriff. Guten Tag. Sie brauchen jemanden, der sich um Sie kümmert, Elisa. Ach. Ihre Rechnung, Elisa. Sagen Sie mal,
Ich habe gehört, dass die Leute Franciscos jenseits der Grenze angegriffen und zurückgeschlagen worden sind. Das würde bedeuten, dass ihr Stiefbruder Ricardo bald wieder hier auftaucht. Das heißt, wenn es ihn nicht erwischt hat. Das wollen wir nicht hoffen. Ich glaube, Sie würden sich sehr freuen, ihn nach so langer Zeit wiederzusehen. Danke für Ihre Hilfe, Sheriff. Es war mir ein Vergnügen, Miss Elisa. Außerdem ist es meine Pflicht zu helfen. Dazu bin ich da. Auf Wiedersehen. Hey, hey! Hast du gesehen, wie verwirrt und verlegen sie wurde, als ich das Gespräch auf ihn brachte? Da stimmt irgendwas nicht. Ich verstehe Sie nicht, Sheriff. Wen meinen Sie? Ich meine Ihren Stiefbruder Richard. Oder besser Ricardo, wie Sie ihn hier nennen. Leide dich um deine linke Hand. Zieht euch zurück, ich halte sie so lange auf. Nein, Ricardo. Entweder alle oder keiner. Ich lasse dich nicht im Stich. Los, verschwinde. Wenn sie die Felsspalte erreicht haben, sitzen wir in der Falle. Nein. Feuerschutz. Wir haben Glück. Der Durchgang ist noch frei. Zum Fluss runter, Leute. Wir versuchen, ihnen den Weg abzuschneiden. Ist die Grenze zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten. Es ist aus, Ricardo.
Ich hätte mir einen schönen Tod gewünscht. Du wirst schon wieder auf die Beine kommen, Francisco. Ich sterbe auf der Flucht. Und auf der falschen Seite der Grenze. Aber es ist besser so. Ich wüsste doch nicht, was ich zu Hause soll. Aber du hast das Leben noch vor dir. Du kannst. Francisco! Francisco! Du trinkst ein bisschen zu viel, Manuel. Willst du mir etwa Vorschriften machen? Ich weiß, was ich tue. Du glaubst nicht, wie einem die Kehle austrocknet, wenn man in der Goldmine arbeitet. Was hast du vor, Manuel? Danke, Manuel. Du bist ein guter Junge. Wie wär's mit einem Spielchen zu fünf, Mr. Wilson? Hast du was gesagt, Sig? Ich habe nicht mal was gedacht. Hat von euch einer was gesagt? Ich nicht. Ich auch nicht, Mr. Wilson. Dann habe ich mich wohl verhört. Hier stinkt es nach Mist. Hier muss ich ein Stinktier reingeschlichen haben. Die riechen vielleicht nicht gut, Mr. Wilson, aber sie haben eine sympathische Farbe. $5. Ich habe gehört, ihr wollt ganz Carterville kaufen, Martinez. Wenn wir die Mine ausgebeutet haben, kaufen wir uns ganz Texas. Und davon bekommt dann jeder von euch ein Viertel, nicht wahr? Ein Drittel, Mr. Wilson. Mein Bruder Ricardo kämpft in Mexiko für den Ruhm. Aber dieser Ruhm, den wir inzwischen hier verdienen, ist mir viel lieber. Garten. Eine. Ich kaufe keine. Zwei. Auch zwei. Gut. Ich nehme drei. Ich eröffne.
Noch 25. Die und 50 dazu. Ich bin raus. Die 50 zum Sehen. Was hast du denn, Bruder? Ein Vierständer von Assen. Hast verloren, Martinez. Nein, das kann nicht stimmen, das ist unmöglich. Ich habe keine Karte auf dich wissen. Ich lasse mich von einem dreckigen Mexikaner nicht beleidigen. Du bist ein Betrüger. Alle Mexikaner sind Betrüger. Schluss jetzt, Wilson. Warte, ich helfe dir, Sanchez. Leg den Arm um meine Schulter. Ich bring mich auf mein Zimmer, Manuel. Setzt euch auf eure Plätze und trinkt weiter. Die Vorstellung ist zu Ende. Danke, Sanchez. Jetzt brauchen wir dich nicht mehr. Sauf nächstens nicht mehr so viel Whisky, Mann. Los. Du bist ein schönes Kind. Vielleicht war dieser Mexikaner nicht mit euren merkwürdigen Spielregeln vertraut, Mr. Wilson. Bist du endlich zu dir gekommen? Du solltest dich schämen für das, was du gestern Abend gemacht hast. Du warst so sinnlos besoffen, als ob du den ganzen Whisky von Carterville in dich hineingekippt hättest. Man wird sich doch hin und wieder mal amüsieren dürfen. Ja, aber nicht so, dass man am nächsten Tag nicht arbeiten kann. Guten Tag, Papa. Nimm dir ein Beispiel an deiner Schwester. Du solltest dich etwas ausruhen, Papa. Ich hab dir was zu essen auf den Tisch gestellt. Danke, Elisa. Du bist doch meine Beste. Du bekommst nicht eher was zu essen, bis du so viel gearbeitet hast wie Papa. Ich gehe lieber da drüben hin. Ihr habt mir zu viel Schmutz aufgewühlt. Was ist dir lieber, Schwesterchen? Gold oder sauberes Wasser? Nicht nötig gewesen, ihn umzulegen. Halt's Maul, such nach dem Gold, das ist jetzt wichtiger. Na also, kommt. Thank you.
Vater! Ricardo, mein Junge, endlich bist du zurück. Vater, wer war der Schurke, der auf dich geschossen hat? Ich weiß nicht. Sie waren alle drei maskiert. Manuel, Elisa, pass auf sie auf, Ricardo. Eine Macht, dass du wegkommst. Elisa, kennst du mich nicht mehr? Ricardo! Ich hätte dich beinahe erschossen. Ich wusste doch nicht, dass du es warst. Ich habe dich für einen Dieb gehalten. Beruhige dich, Elisa. Ich lebe ja noch. Was ist geschehen? Ich weiß es nicht. Als ich reinkam, lag er auf dem Boden. Wer ist das? Papa. Papa! Papa! Beruhige dich, Elisa. Manuel! Manuel! Gib mir die Whiskyflasche, Elisa, und Verbandszeug. Wo ist Vater? Sie haben ihn erschossen. Diese feigen Mörder, diese Hunde! Schon deine Kräfte! Schnell, Elisa! Weißt du, wie lange du weg gewesen bist, Ricardo? Über 4 Jahre. Bleibst du jetzt zu Hause? Ja, ab jetzt werde ich bei euch bleiben, Elisa. Es waren 3 Maskierte. Ja, woher weißt du das? Ich habe sie unterwegs gesehen. Weshalb waren sie hier? Was wollten sie? Das Gold. Hattet ihr viel Gold? Ja, 4 Beutel voll. Wir hatten sie in dem Loch unterm Tisch versteckt, damit sie niemand finden sollte. Sie haben sie doch gefunden. Du musst dich jetzt völlig ruhig verhalten, Manuel. Ist Dr. Bancroft noch in Carterville? Ja, der ist noch da. Wo willst du hin? Ich reite mit dir. Lass die Pistole hier, in der Stadt tut uns niemand was. Außerdem wäre es mir lieber, wenn du dich um Manuel kümmern würdest. Ich sage dem Doktor Bescheid und spreche dann mit dem Sheriff. Wenn Mr. Raleigh noch der Alte ist, brauche ich bestimmt keine Pistole. Du wirst dich wundern. Mr. Raleigh ist vor mehr als 2 Jahren gestorben. Wir haben jetzt einen anderen Sheriff, Lance Corbett. Der ist nicht immer bereit einzugreifen wie Mr. Raleigh. Ganz besonders nicht, wenn es sich nur um Mexikaner handelt. Er ist Sheriff und muss mir helfen, die Schurken zu finden. Was ist eigentlich mit dir los? So hast du früher nicht geredet. Dir brauchte niemand zu helfen. Du hast immer auf eigene Faust gehandelt und dir selbst beschafft, was du haben wolltest. Ich habe zu lange auf eigene Faust gehandelt. Ich will Ruhe und Frieden. Die Gesetze sind zu unserem Schutz da. Welche Gesetze? Für uns gibt es in diesem Fall nur ein Gesetz. Das weißt du ebenso gut wie ich. Das Gesetz der Rache. Der Tod unseres Vaters fordert das Blut seiner Mörder. Ich hole den Doktor. Denk nicht mehr an Rache, Elisa. Wenigstens im Augenblick nicht. Dr. Bancroft! Ricardo! Bist du es wirklich, Junge?
Einen Augenblick, ich komme sofort runter. Für eine Freude. Willkommen, Ricardo. Du warst ja eine Ewigkeit fort. Viel zu lange, wenn du mich fragst. Der Augenblick muss gefeiert werden. Komm, wir gehen zum Saloon und trinken einen drauf. Unsere Ranch ist überfallen worden. Als ich nach Hause kam, lag mein Vater tot auf der Erde. Das ist doch nicht möglich. Die drei Banditen trugen Masken. Sie haben das Gold geraubt, das mein Vater besaß, und Manuel verletzt. Wo haben Sie ihn verletzt? An der Brust, in der Nähe der Schulter. Ich habe ihm einen Notverband gemacht, aber es wäre gut, wenn Sie mitkämen. Selbstverständlich. Ich hole nur meine Tasche. Ich hätte dir eine schönere Heimkehr gewünscht, Ricardo. Können Sie allein zur Ranch reiten, Doktor? Ich habe hier in der Stadt noch einiges zu erledigen. Gut, wie du willst. Ahnst du, wer die Mörder waren? Nein. Aber ich werde es herausfinden. Sheriff Corbett. So, was willst du denn von ihm? Bist du etwa der Sheriff? Nein, ich bin einer seiner Gehilfen. Ich muss Sheriff Corbett unbedingt persönlich sprechen. Der ist nicht da. Versuch später nochmal. Okay, ich komme wieder. Die Tochter vom Schmied. Kennst du mich nicht mehr? Damals warst du 13 Jahre. Heute bist du eine junge Frau. Dein Bruder Manuel hält mich immer noch für ein kleines Mädchen. Sag ihm, er soll dich mal genau anschauen. Das habe ich schon, aber er will nicht. Ich werde ihm den Kopf waschen. Auf Wiedersehen. Willkommen, Ricardo. Wir haben uns so lange nicht mehr gesehen. Aber wie siehst du denn aus? Komm, ich werde erst mal einen Menschen aus dir machen. Komm, mein Junge, setz dich dahin. Na schön, kratz mir den Bart ab. So. Aber schneid mir nicht den Hals durch, alter Gauner. Wenn ich mir so viel Mühe gegeben habe, heil nach Hause zu kommen. Ich freue mich, dass du immer noch der Alte bist. Du warst nie um eine gute Antwort verlegen. Hey. Entschuldige, du hältst ja nicht still. Du hattest doch immer ein gutes Gedächtnis. Hast du nicht zufällig gestern oder heute drei fremde Mexikaner hier gesehen? Denk mal gut nach. Zwei waren sehr groß, der andere etwas kleiner. Sie ritten zwei Braun und einen Grauschimmel. Nein, die habe ich nicht gesehen. Es waren schon lange keine fremden Mexikaner mehr in Carterville. Handelt es sich um was Wichtiges? Ja, sie haben meinen Vater ermordet. Seca la tierra. Vive abrazada bajo la dura llama del sol. Cuando la nube
sobre ella. Ya será tarde para la flor. Están los ojos sin lágrimas, ya nada pueden llorar. El alma escucha la música negra de su soledad. Seca mi vida como el desierto, silencio eterno, piedra y horror. Un caminante llegará un día, ya será tarde para el amor. Schluss jetzt, wir machen nachher weiter. Die Flasche geht auf meine Rechnung. Du hast dich sehr verändert, Maria. Dein Lokal ebenfalls. Findest du? Ja, und zwar zu deinem Vorteil. Es scheint dir gut zu gehen und das freut mich für dich. Komm, ich werde dir meine Freunde vorstellen. Ich möchte, dass du sie kennenlernst. Ricardo Martinez, ein alter Freund von mir. Lou Stedman, mein Kompagnon. Sehr angenehm. Ich habe von Ihnen gehört. Sie sind mein Gast. Danke. Wie steht's in Mexiko? Schlecht im Augenblick, aber das gibt sich. Und in Texas? Wir lieben. Man merkt's. Das sind die Gebrüder Wilson, Zake und Kincaid. Meine treuesten Stammgäste, die reichsten Viehhändler von Cutterville. Mein alter Freund Ricardo Martinez. Tach. Martinez? Aber der Name ist auch mexikanisch. Da haben Sie recht. Sie kleiden sich zwar so, aber Sie sehen nicht aus wie ein Mexikaner. Und Sie verbreiten auch nicht so einen Gestank. Ricardo wurde als Kind von Martinez adoptiert. Von welchem Gestank haben Sie eben gesprochen? Hör nicht auf ihn, Ricardo. Er ist doch betrunken. Ja. Ich habe Sie etwas gefragt. Was wollen Sie denn? Können Sie keinen Spaß verstehen? Das war kein Spaß, Kincaid. Wenn man so lange unter Schweinen gelebt hat wie unser Freund Martinez, wird man allmählich, ohne es zu merken, selbst zum Schwein. Nicht, Ricardo! Weg mit der Pistole! Was war hier los? Die drei Gentlemen hatten nur eine kleine Meinungsverschiedenheit, Sheriff. Das hat nichts zu bedeuten. Wer sind Sie?
Ricardo Martinez. Er war bis jetzt drüben in Mexiko. Erinnerst du dich nicht, Lenz? Ich habe dir oft von ihm erzählt. Wenn ihm was nicht passt, geht er mit dem Kopf durch die Wand. Hm. Das müssen Sie sich abgewöhnen, wenn Sie hier leben wollen. Darf ich mich nicht wehren, wenn man mich herausfordert? Wer hat das getan? Er hat meine Familie beleidigt. Das ist dasselbe, als ob er mich beschimpft hätte. Er wollte keinen beleidigen. Das Ganze war bloß ein Scherz. Aber ein sehr schlechter, Kincaid. Ich mag solche Scherze nicht, auch wenn ihr nicht die Absicht habt, jemand damit zu beleidigen. Ihr wisst, dass wir hier in einer Grenzstadt leben. Entweder ihr benehmt euch oder ich jage euch zum Teufel. Ich dulde keine Raufbolde in Carterville. Okay, Sheriff, komm. Wir haben seit Jahren keine Krawalle mehr gehabt. Ich hoffe, Sie sind nicht gekommen, um wieder damit anzufangen. Das haben andere schon besorgt, Sheriff. Deswegen wollte ich Sie ja vorhin sprechen, aber Sie waren nicht zu Hause. Na schön, aber jetzt bin ich da. Was ist los? Sie haben unsere Ranch überfallen. Mein Vater ist tot. Der arme Diego. Es tut mir leid für dich, Ricardo. Was habe ich zu zahlen? Zwei zerbrochene Tische, vier oder fünf Stühle und die Balustrade umgeworfen. Macht $7.25. Ja, du, das ist ein schwerer Schlag für euch, Martin. Kommen Sie, setzen wir uns. Nehmen Sie Platz. Bringe eine Flasche. Jetzt verstehe ich, warum Sie vorhin die Nerven verloren haben. Was wissen Sie über die Sache? So gut wie gar nichts. Auf dem Weg zu unserer Ranch sind mir drei Reiter mit Masken begegnet. Als ich dann nach Hause kam, lag mein Vater im Sterben. Mexikaner? Ich sagte doch, Sie waren maskiert. Sie sind zu empfindlich. Behalten Sie ruhig Blut und lassen Sie uns zusammen überlegen. Ich habe nichts gegen Mexikaner. Ich habe nur was gegen Menschen, die das Gesetz nicht achten. Und die Frage habe ich aus einem ganz anderen Grund gestellt. Waren es Mexikaner, dann dürfen sie inzwischen längst über die Grenze sein. Nein, sie ritten auf Carterville zu. Möglich, aber das besagt gar nichts. Wenn sie hier in Carterville sind, dann finde ich sie. Ihre Flasche, Sheriff. Ist das wirklich alles, was Sie wissen? Vielleicht fällt Ihnen doch noch was ein. Zwei ritten auf braunen Pferden. Der dritte hat einen Grauschimmel. Hm, das ist ein guter Hinweis. Kann ich Ihnen trauen, Sheriff? Ich hoffe, das soll keine Beleidigung sein. Niemand kann behaupten, dass ich meine Aufgabe als Sheriff nicht immer gewissenhaft erfüllt habe. Versuchen Sie, die 4 Jahre, die Sie Soldat waren, zu vergessen. Und verlassen Sie sich auf mich. Das ist genau das, was ich gern möchte. Ich glaube, ich habe genug gekämpft. Ich will meine Ruhe haben, wenn das bloß möglich wäre. Diego war mein Adoptivvater, aber ich habe ihm sehr viel zu verdanken. Zwingen Sie mich nicht selbst, nach dem Mörder zu suchen. Ich hoffe, Sie verstehen mich, Sheriff. Ich habe Ihnen doch gesagt. Überlassen Sie es mir. Okay, ich will es versuchen. Mein Junge, ich habe von der Sache mit deinem Vater gehört. Mein Beileid. Wenn ihr irgendetwas braucht, vor allem Elisa, sagt mir Bescheid. Vielen Dank, Don Esteban. Auf Wiedersehen. Alles Gute, Ricardo. We'll be right back.
Chief Corbett. Che succede, Martinez? Numero uno, sceriffo. Ne mancano due. Juan Garrudo. Che significa? Quest'uomo veniva ogni mese qui a Carterville. Che cosa vi fa credere che sia uno di loro? Mi ha teso un'imboscata sul sentiero. Un messicano. Proprio come supponevo. Sì, questo sì. E chi mi assicura che mi dite la verità su questa imboscata? Lo dico io. Non vi sembra che basti? Bene. Per questa volta voglio credervi. Ma sarà meglio per voi che lasciate stare la pistola. Sono deciso a risolvere questa faccenda legalmente. Chiaro? Lo sceriffo siete voi. Ho paura che sia finita la pace a Carterville. Così pare, disgraziatamente. Qualche cavallo ha perduto un ferro? No, sono tutti ben ferrati. Sei certo di non sbagliarti? Sicuro. Allora, è del cavallo di uno dei banditi. Beh, come indizio non è molto. È già qualcosa. Chi sapeva che avevate dell'oro, Manuel? Molta gente, suppongo. I segreti durano poco da queste parti. E conoscevano anche il nascondiglio? Forse non lo conoscevano, ma l'hanno trovato. Sapevano che era sotto al tavolo. Hanno agito troppo rapidamente. Sono andati dritti al posto giusto. A chi l'avevi detto, Manuel? Beh, potrebbe essere a Maria Huerta. Maria? Non mi ricordo bene. La notte prima ero stata al saloon. Volle giocare a poker con i fratelli Wilson. Mostrai loro un sacchetto d'oro. Poi credo di averlo perso. E chi altro ti vide lì? Molta gente. Ricordo anche che mi trovai nella stanza di Maria. Non so nemmeno chi mi riportò al ranch. È colpa mia, vero? Di che cosa? Della morte di mio padre. È che non sai tenere la bocca chiusa. Ma non l'hai ammazzato tu. Quelli che l'hanno ucciso ci conoscono bene, Manuel. E vogliono qualche altra cosa. E che altro possono volere? La nostra terra. Che fai, Elisa? Mi sto cucendo un merletto sulla camicia. Che stupido. Perché non mi hai chiamato? Perché tu e Emanuele eravate così occupati a gironzolare che non ho voluto disturbarvi. Qualche volta gironzolando si trovano cose interessanti. E si sentono cose interessanti, eh? Questa volta credo di poter dare una buona traccia allo sceriffo. Lo sceriffo? Papà chiede vendetta dalla sua tomba e tu mi parli dello sceriffo? Rappresenta la legge. Dovresti essere meno impaziente, Elisa. Eppure la pazienza è una virtù femminile. Certo, ed è proprio per questo che io non la conosco affatto, vero? Lo vedi che ti succede? Lascia che ti aiuti, su. Oh, ora il carro te lo aggiusti da solo. Vorrei vedere Maria, è uscita. No, è nella sua stanza, si riposa. Ha detto che ha l'emicrania. Che siete tutti uguali. Prima parlate d'amore e poi dopo si guarda. Per me i tuoi bicchieri sono pochi. Davvero? Allora offri il terzo. Jimmy, altri subito, senza. Certo che è una bella. Oh, certo. Poi ci ho l'allenamento. Allora ci vogliono fare un'altra volta. Perché no?
Hier. Hier. Mi piace la tua stanza. Sei venuto per parlare d'affari? Può darsi. Non è più come prima, vero? Anche tu sei cambiata, Maria. Per 4 anni ti ho aspettato. E può fare una donna in tanto tempo? Dovevo pur vivere. Hai fatto bene. Ho dovuto pensare anche a me, Riccardo. E non me ne pento. Spero che tu capisca. Ma certo. Vuoi bere qualcosa? Sì, grazie. Al tempo passato. Alla tua salute. Mio fratello fu qui la notte prima che uccidessero mio padre? Sì. Sì, venne qui e si ubriacò. Lo conosci, Manuel? Quando beve non lo ferma nessuno. A un certo punto cominciò a gridare a tutti che era molto ricco. Poi si batté con i due Wilson. Io lo portai qui a fargli passare la sbornia. Poi lo feci mettere a cavallo e lo mandai al ranch. Tieni, questo l'ho preso io, per paura che lo perdesse. Ti ho detto la verità. Mi credi, vero? Devi credermi, gringo, devi credermi! Ci avete messo 4 anni per decidervi a tornare. Ora avete fretta di riguadagnare il tempo perduto. No, non vi preoccupate per me. Continuate pure. Worum geht's denn eigentlich? Riccardo wollte bloß wissen, was neulich los war, als Manuel so betrunken war. Warum bist du denn so nervös, Maria? Trinken wir etwas? Ah, Sie sind ja schon dabei, wie ich sehe. Dann nehme ich mir auch einen Drink. Ich habe in der Nähe unserer Ranch ein Hufeisen gefunden. Es muss von einem Pferd der Mörder sein. Sie sind wirklich sehr tüchtig, Martinez. Sie finden immer neue Hinweise. Aber ich habe Ihnen ja schon gesagt, die Täter sind längst über die mexikanische Grenze. Hier finden wir sie nicht mehr. Wo ist das Pferd von Garrudo? Im Stall. Ich habe es beschlagnahmt. Darf ich es mir mal ansehen? Natürlich. Vielleicht fehlt bei ihm das Eisen, das Sie gefunden haben. Aber lassen Sie Ihre Pistolen stecken. Die ziehe ich nur im Notfall. Gute Nacht, Maria. Auf Wiedersehen, Riccardo. Dieser Riccardo scheint großen Eindruck auf dich zu machen. Er ist ein guter alter Freund von mir, Lenz. Warte, nichts. Was willst du? Ich will mir Garrudos Pferd ansehen. Tja, ich weiß nicht. Ich glaube, der Sheriff weiß Bescheid. Ah, das war's anderes. Dann geh nur rein. Nein, die Hufe gefallen mir nicht. Willst du behaupten, dass du ein gutes Pferd an den Hufen erkennst? Die Hufe verraten sehr viel. Du hast doch noch mehr Pferde.
Das da gefällt mir. Nein, nein, das gehört Mr. Steadman. Das brauchst du dir gar nicht erst anzusehen. Er verkauft's dir sowieso nicht. Er hängt viel zu sehr. Das kommt auf den Preis an. Warum siehst du immer nur nach den Hufen? Sei doch mal ehrlich. Willst du die Pferde wirklich kaufen? Nein. Ich will den Mörder meines Vaters finden. Du Hund, du wagst es, mich einen Mörder zu nennen? Werde ich dir das Maul für immer stopfen. Gieß ihm einen Eimer Wasser über den Kopf. Okay. Geht in Ordnung. Nanu, das ist doch egal. Was ist denn mit dem los? Das stimmt, wenn du früh genug zurück bist, dann reicht ich allein. Ich hätte nur gern gewusst, welche Pferde er zuletzt beschlagen hat. Augenblick, mein Vater kommt sofort. Es tut mir sehr leid, wenn ich beim Abendessen gestört habe, aber es ist wichtig für mich. Aber das macht doch nichts. Wie geht's Manuel? Besser? Ja, viel besser. Rosa, sag mal, als er neulich so betrunken war, hast du ihn da gesehen? Als er von hier wegritt? Nein. Obwohl ich sehr lange auf ihn gewartet habe. Hast du etwas herausgefunden? Nein, Rosa, noch nicht. Aber ich habe einen Verdacht. Mach dir keine Sorgen um Manuel. Ich rufe jetzt meinen Vater. Guten Abend. Guten Abend. Na, was ist denn, mein Junge? Es tut mir leid, dass ich Sie gestört habe, aber es musste sein. Ich bin schon mit dem Essen fertig, Ricardo. Du weißt doch, wir Schmiede arbeiten langsam und essen schnell. Diesmal haben Sie sich verrechnet. Die Situation dürfte wohl klar sein. Geben Sie mir Ihre Pistole, Martinez. Was wollen Sie von mir? Der Schuss kam von draußen. Ich sah, wie jemand weglief und habe auf ihn geschossen. Ich habe nur einen Schuss gehört. Und Sie, Sheriff? Ja, das ist richtig. Ich habe auch nur einen gehört. Ich habe auf jemand geschossen, der floh. Warum sollte ich den Schmied töten? Er war unser Freund. Überall, wo Sie auftauchen, gibt es Schlägereien und Mord. Ich hatte Sie gewarnt.
aber Sie haben nicht darauf gehört. Ich sollte Sie ins Gefängnis werfen. Glauben Sie immer noch, dass die Mörder meines Vaters über die Grenze geflohen sind? Während ich mit diesem Mann sprach, hat man ihn mitten im Ort ermordet. Vor meinen Augen. Weil er etwas Wichtiges wusste. Wollen Sie jetzt immer noch beide Augen zudrücken? Ich weiß, was ich tue, Martinez. Ich habe einen guten Ruf und Sie sind überall als Raufbold bekannt. Als jähzorniger, unbeherrschter Mensch. Wir haben hier ein friedliches, ruhiges Leben geführt, bis Sie zurückgekommen sind. Was hier für Maßnahmen getroffen werden, das bestimme ich. Merken Sie sich das. Und damit Sie das begreifen, werde ich Sie jetzt einsperren. Wir haben zwei Schüsse gehört, Sheriff. Der Mann lügt nicht. Ja, Mr. Corbett, das kann ich bestätigen. Es waren zwei Schüsse. Wir haben es deutlich gehört. Sind Sie auch sicher, Don Esteban? Manchmal passiert es, dass man das hört, was man hören will. Besonders dann, wenn es sich um einen Freund handelt. Ich sage Ihnen, ich bin absolut sicher, dass ich mich nicht geirrt habe, Sheriff. Mhm. Es waren deutlich zwei Schüsse. Auch ich habe zwei Schüsse gehört, Corbett. Und Martinez ist bestimmt nicht mein Freund. Also gut, Leute. Dann haben wir uns eben geirrt. Wir sind überstimmt. Drei hören mehr als zwei. Hören Sie zu. Wenn Sie der Stadt einen Gefallen tun wollen, dann verschwinden Sie von hier. Und lassen mich hier in Frieden arbeiten. Es wäre gut, wenn Sie endlich anfingen. Sonst wird Ihnen die Arbeit noch über den Kopf wachsen. Warum sagst du nichts? Ich bin sprachlos. Du siehst wundervoll aus. Ich habe dir etwas zu essen gebracht. Fein. Ist das ein Friedensangebot? Wenn du willst. Natürlich will ich. Hey, von wem hast du denn das hübsche Kleid? Von meiner Mutter. Gefällt es dir? Einfach toll. Ich freue mich, dass gerade du das sagst. Wieso? Ich meine doch bloß dein Kleid. Du sollst dich nicht immer über mich lustig machen, du Scheusal. Entschuldige, aber als Frau verkleidet kann ich dich beim besten Willen nicht ernst nehmen. Was? So eine Frechheit? Na, warte, das werde ich dir beibringen. Du schaffst es. Ich werde dir das Essen vom Wagen holen. Nein, ich habe jetzt keinen Hunger. Bleib hier. Yankee. So habe ich dich, solange ich denken kann, immer genannt. Das Wort hatte ich von den Kindern unserer Nachbarn. Ich wurde oft ausgelacht, weil ich einen blonden Stiefbruder hatte. Aber ich war stolz auf dich. Du warst etwas Besonderes. So einen Bruder hatte niemand. Ja, damals waren wir glücklich. Es war wirklich eine schöne Zeit. Hast du in Mexiko an uns gedacht? Nur der Gedanke, hierher zurückzukommen, hat mich alles ertragen lassen. Wenn ich drüben mit Francisco so auf der Erde lag und zum Himmel aufsah, träumte ich, es wäre unser Himmel. Und wenn wir irgendwo an einen Fluss kamen, dachte ich an unseren Fluss und glaubte, sein Murmeln zu hören. Wie habe ich mich nach Frieden gesehnt? Wie oft habe ich zu Francisco gesagt, komm, wir machen Schluss, fahr mit mir nach Hause. Aber er liebte seine Heimat zu sehr. Es war entsetzlich, Elisa. Ich habe zu viel Blut fließen sehen. Seitdem ist alles um mich verändert. Vielleicht sind auch wir anders geworden. Ich hab dich sehr, sehr lieb, Ricardo.
Ich habe mein ganzes Leben lang in dir immer nur meine Schwester gesehen. Und jetzt auf einmal... Ich habe dich geliebt, solange ich denken kann. Aber... Du redest zu viel, Ricardo. Was soll das bedeuten, Manuel? Ich trainiere meinen Arm ein bisschen. Es geht schon viel besser. Willst du zu einem Maskenball, Elisa? Kümmere dich doch um deine Angelegenheiten. Ich wette, du bist nicht einmal fähig, einen Scheunentor zu treffen. Ja, meinst du? Moment, Elisa. Du kannst gleich beweisen, ob du es besser kannst. Aber pass gut auf, dass du durch den Rückschlag nicht ein paar von deinen hübschen weißen Zähnchen verlierst. Ich weiß genau, was du vorhast, Manuel. Vergiss es. Das ist unmöglich. Ich kann nicht vergessen, dass Vater durch meine Schuld gestorben ist. Das verlangt ja auch niemand von dir. Ich bin genauso ungeduldig wie du. Trotzdem warte ich auf den richtigen Augenblick. Wenn einer von uns eine Dummheit macht, bringt er die anderen in Gefahr. Bravo! Ich werde jedenfalls weiter üben, Ricardo. Das bringt uns nicht in Gefahr, oder? Nein. Los, trinkt aus. Was darf sein? Whisky. Kneifen gibt's nicht. Oh, Sie sind ein Verführer. Was, bin ich ein Verführer? Wenn du das scheint ein Gewitter zu geben. Dann heirate ich dich. Irgendwas liegt in der Luft. Tag, Doktor. Keine falsche Bewegung. Manuel. Verhalte dich ruhig. Ein falsches Wort und ich schließe dir den Mund für immer. Bist du wahnsinnig? Was willst du von mir? Das weißt du ebenso gut wie ich. Mach den Geldschrank auf. Aber Manuel, ich glaube, du weißt nicht, was du tust. Doch, ganz genau. Vorwärts, mach auf. Ich will bloß sehen, was drin ist. Das andere mache ich. Jetzt wirst du mir erklären, wie das Gold hier herkommt. Aber überleg dir gut, was du sagst. Wenn du mich belügst, wirst du es bereuen. Ich habe nichts mit dem Überfall zu tun. Sie haben das Gold hier versteckt. Wer? Wer war's? Heraus damit! Lass ihn in Ruhe, Manuel. Er hat die Beutel mit dem Gold gefunden, Lou. Dann komme ich ja gerade richtig. Leg die Beutel auf den Tisch.
Manuel hat Stedman erschossen. Stedman ist ermordet worden. Martinez hat ihn erschossen. Schon wieder dieser Ricardo. Das war Manuel. Er hat mich gezwungen, den Geldschrank zu öffnen. Vorwärts, Leute. Fangt ihn los. Was ist passiert? Manuel hat mich überfallen und Stedman erschossen. Unser Gold. Es war bei Maria im Geldschrank. Der Dieb war Stedman. Stedman? Er wollte mich erschießen, aber ich war schneller. Und Sheriff Corbett? Der ist mit einer Meute hinter mir her. Nimm mein Pferd und verschwinde ins Gebirge. Ich soll fliehen? Mach, dass du wegkommst. Ich habe doch in Notwehr gehandelt. Warum soll ich denn fliehen? Weil du ein Mexikaner bist. Du weißt, dass Corbett die Mexikaner hasst. Glaube mir, es ist besser, wenn sie dich nicht hier finden. Hör auf mich, Manuel. Flieh. Versteck dich am besten in unserem alten Schafstall. Diesmal waren Sie es ausnahmsweise nicht, Martinez, sondern Ihr Bruder. Ich möchte wissen, wo er ist. Ich weiß es nicht. Das glaube ich nicht. Moment mal, Sheriff. Ich habe hier zu bestimmen, Mr. Miller. Ricardo, dein Bruder wird des Diebstahls und des Mordes angeklagt. Hat Mr. Stedman erschossen. Ist es Mord, wenn man sein eigenes Leben verteidigt? Diesen Beutel hat mein Vater gemacht. In Carterville kennt jeder seine Arbeit. Er hat recht, Sheriff. Ist es ein Verbrechen, sich zurückzuholen, was einem geraubt wurde? So wie es Ihr Bruder gemacht hat, ja. Er hätte zu mir kommen müssen. Das ist Sache des Sheriffs. Wie kam das Gold zu Maria? Und wer hat meinen Stiefvater getötet? Ich hatte Stedman schon länger im Verdacht. Es wäre mir auch gelungen, ihn zu überführen. Aber Ihr Bruder zog es vor, auf eigene Faust zu handeln. War Stedman etwa nicht bewaffnet? Das war der zweite. Jetzt fehlt noch einer. Ich habe Sie etwas gefragt. Wo ist Manuel? Durchsucht sämtliche Gebäude. Sake übernimmt das Wohnhaus.
Kincaid, bewach Martinez. Okay, Sheriff. In Ordnung. Ich habe eine gefährliche Wildkatze aufgestöbert. Schämen Sie sich mit Ihren Leuten zum Teufel! Ah! Vorsichtig! Wirf die Pistolen weg! Auch die im Halfter. Nicht mit der linken Hand. Mit der rechten. Sie werden niemand mehr erschießen, Martinez. Ich vertrete hier das Gesetz. Und Zeke Wilson handelte in meinem Auftrag. Ich kann Sie für diesen Mord aufknüpfen lassen, und das werde ich. Sie reden sehr viel vom Gesetz, Sheriff. Handeln Sie auch danach. Ich habe Ihnen schon zweimal gesagt, ich weiß, was ich zu tun habe. Fesselt ihn. Wir werden ihm in der Stadt den Prozess machen. Wäre er nicht zurückgekommen, ging es Ihnen besser, nicht wahr? Ich lasse Ihnen bis morgen früh Zeit, Manuel herbeizuschaffen. Wenn er sich nicht meldet, wird Ihr Bruder Ricardo gehängt. Wann soll die Verhandlung gegen Martinez stattfinden? Sobald ich Zeit habe. Im Moment habe ich zu viel zu tun. Ich hoffe, Sie richten sich genau nach dem Gesetz. Mr. Miller, Sie vergessen, dass ich hier der Sheriff bin. Ich habe zu bestimmen. Komm jetzt. Nicht die Ruhe verlieren, Miller. Was soll das, Wilson? Er hat meinen Bruder erschossen, Sheriff. Das musste ich tun. Ich dulde keine Eigenmächtigkeiten. Maria. Es ist unmöglich, sie zu beruhigen. Ich habe gesagt, sie soll sich hinlegen und ein paar Stunden schlafen, aber sie trinkt immer weiter. Am besten gehen Sie selbst mal zu ihr. Ich halte so lange Wache. Ich weiß nicht, warum sie sich so aufregt. Ist doch alles in Ordnung. Wie spät ist es, Wilson? Ungefähr 4. Es wird bald hell. Ich gehe mal rüber. Mach keine Dummheiten. Keine Sorge, Sheriff. Warum versuchst du nicht ein bisschen zu schlafen? Du quälst dich nur unnötig, Maria. Ich kann mich jetzt nicht hinlegen und schlafen, als ob nichts gewesen wäre. Auch wenn ich es wollte, ich kann es nicht. In ein paar Stunden haben wir es geschafft. Du wirst sehen, dass alles gut geht. Ich begreife nicht, wie du so reden kannst. Der arme Diego ist tot. Der alte Schmied. Und jetzt Deadman. Diese Verbrechen liegen wie ein Albtraum auf mir. Du musst dich jetzt zusammenreißen, Maria. Wir haben jetzt das Schlimmste hinter uns. Ricardo ist eingesperrt. Jetzt brauchen wir nur noch Manuel. Mit dem Mädchen werden wir dann leicht fertig. Und dann beginnt für uns ein neues Leben auf der Ranch, Maria. Ich will diese Ranch nicht. Ich habe Angst davor. Ich will sie nicht. Ich will überhaupt nichts mehr, Lance. Ich bin vollkommen fertig. Ich will nur noch... Was ist denn, Liebling? Sag es mir. Sag es mir, Maria. Ich werde es dir bestimmt beschaffen. Das Einzige, was ich noch möchte, ist vergessen können. Das kannst auch du mir nicht geben, Lance. Morgen sieht alles anders aus.
Lass die Finger von deinem Schießeisen oder ich drücke ab. Geh rein. Rein, hab ich gesagt. Nimm den Hut von deinem stinkenden Kopf. Warum? Weil es sich in Gegenwart einer Dame so gehört. Elisa, wie seid ihr hier reingekommen? Frag jetzt nicht, komm. Ist er tot? Nein, der schläft nur. Ich habe ihm ein Schlafmittel gegeben. Gib nicht so viel, wir müssen hier raus. Augenblick! Was war das? Weiß man nicht. Kincaid, rein jetzt! Mein Herr ist abgeknallt. Behaltet euch! Behaltet euch! Behaltet euch! Schnell! Darüber, da laufen Sie! Carl ist geflohen, Sheriff. Marlin und Elisa waren hier. Sie haben mich niedergeschlagen und ihn befreit. Sie können doch nicht weit sein. Solange er kein Pferd hat, können Sie uns nicht entwischen. Ihr bewacht den Stall von Sanchez. Ihr beide den Saloon. Die anderen folgen mir. Kommt! Komm. Ihr beide legt euch hier auf die Lauer. Die anderen weiter. Wo habt ihr die Pferde? Die stehen bei Rosa. Da werden Sie sie so schnell nicht finden. Wenn wir über die Straße sind, haben wir es geschafft. Runter. Fragt die Leute in diesem Haus. Okay. Ihr seht im Stall nach. Ist Ricardo bei Ihnen, Mrs. Stolwell? Nein, bei mir ist niemand. Weiter, versuchen wir es drüben. Los, weg. Harry, sieh beim Schmied nach. Und dem Warenlager von Mr. Barnett. Los, beeilt euch. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Er kommt hierher. Werft euch ins Stroh. Die können doch nicht aus der Stadt sein. Sucht in der Richtung weiter. Wo seid ihr, Schweine? Komm in den Hof. Kommt weiter. Zum Stall zurück, da weint euch! Jetzt! Bleib stehen! Kommt, wir müssen das Lager durchsuchen. Laden sitzt und mein Rasiermesser an deiner Kehle rumkratzt, bist du nur halb so nervös. Kommt, wir trinken einen Whisky bei mir. Eine gute Idee, aber es darf nicht so lange dauern, sonst kriegen wir Ärger mit dem Sheriff. Schließlich macht er uns noch dafür verantwortlich, wenn ich mit Ricardo durch die Lappen gehe. Ja, ich weiß, du hast Hunger. Ich habe dir ja gestern Abend kein Futter gegeben. Wer ist da? Gebt Antwort, wer ist da oben? Na schön, wenn ihr nicht antwortet, dann muss ich eben raufkommen. Ihr könnt mich doch nicht zum Narren halten. Ricardo! Sieh mal an, was für eine Überraschung. Die ganze Familie ist da. Eine etwas merkwürdige Zeit für einen Besuch, findest du nicht? Entschuldigen Sie, aber wir dachten, bei Ihnen wären wir am sichersten. Ja, ich habe die Schießerei gehört, aber in meinem Beruf lernt man schnell, sich bei dem Geräusch die Decke über den Kopf zu ziehen und sich taub zu stellen. Dr. Bancroft! Gehen Sie! Wenn er Sie hier findet, werden Sie mitschuldig. Nein, überlass das mir, mein Junge. Vorwärts, geht wieder rauf und versteckt euch im Stroh. Schnell! Ja.
Ich nehme an, Sie haben mir mal wieder eine hübsche Anzahl von Leichen verschafft, hä? Wie lange sind Sie schon im Stall, Doktor? Na, seit ungefähr einer halben Stunde. Was ist denn? Nichts Besonderes. Los weiter, wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich bin sicher, dass Sie die Stadt noch nicht verlassen haben. Wir müssen weitersuchen. Keine Sorge, Sheriff. Sie werden uns nicht entwischen. Wir haben auf allen Straßen Wachen stehen. Wir wollen noch einen Rundgang machen. Da ist einer von Ihnen. Er darf uns nicht entwischen. Auf die Pferde! Wem gehört das Pferd, Doktor? Sheriff Corbett. Es kommt öfter vor, dass er sein Pferd bei mir im Stall unterstellt. Warum? Weil das linke hintere Hufeisen neu ist. Jetzt weiß ich, was ich wissen wollte. Was denn? Der Sheriff hat meinen Vater erschossen. Das ist der Sheriff. Sie haben einen von ihnen erwischt. Es ist das Mädchen. Nein, sie hatte rote Haare. Ja, das stimmt. Es kann nur Maria Huerta sein. Ja, ich glaube, du hast recht. Es ist Maria. Kennst du dieses Pferd? Es ist deins, Corbett. Du bist der Dritte. Du warst der Mörder. In Deckung, Elisa! Nein!
Mit der rechten Hand! Hörst du? Wie du willst, Corbett! Trust anyone. There's just one kind of man that you can.